Jetzt hat die Möglichkeit für die Piratenfraktion eine Frage zu stellen, Herr Abgeordnete Delius. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vor dem Hintergrund des kürzlich angelaufenen Volksbegehrens gegen Unterrichtsausfall frage ich den Senat, ob der SPD-Bildungssenatorin der Parteitagsbeschluss der eigenen Partei vom Mai 2009 bekannt ist, der eine sogar 15-prozentige Vertretungsreserve in derselben Sache fordert, und ob sie bei ihrer Einschätzung bleibt, dass so eine solche Forderung lebensfremd ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Für den Senat antwortet Frau Senatorin Scheres. Bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind ja hier im Parlament und nicht auf dem Parteitag. Und sicherlich hat die Partei unterschiedliche Beschlüsse. Das ist bei Ihnen genauso. Und wir haben im... Gut, anderes Thema. Also zum Thema Vertretung. Stundenvertretung. Die aktuelle Handhabe ist ja diese, dass wir 100% Lehrerausstattung haben und 3% flexible Vertretungsmittel. Das war ja auch das, was damals die Schulen gewünscht haben, um eben auch flexibel auf Unterrichtsausfall reagieren zu können. Im Land Berlin ist es so, Sie kennen die Statistiken, dass wir einen Unterrichtsausfall von 2,1% haben. Und da liegen wir im bundesweiten Durchschnitt. Aber es heißt ja nicht, dass wir uns auf diese sozusagen zurücklehnen können und sagen können, das ist jetzt, wir liegen im Durchschnitt, das reicht aus. Wir arbeiten kontinuierlich daran, dass der Unterricht stattfindet über unterschiedliche Maßnahmen. Gerade das Thema dauerkranke Lehrer ist Ihnen auch bekannt, dass wir die Zahlen senken konnten. Wir rechnen diese nicht an. Gesundheitsmanagement, viele, viele Themen führen dazu, dass der Unterricht stattfindet. Und auch die Schule hat selber eine Verantwortung, dieses zu managen, wenn Lehrkräfte krank werden oder Klassenfahrten stattfinden, Projektwochen, dass der Unterricht eben gewährleistet werden kann. Wir haben jetzt das Volksbegehren auf den Tisch. Diese fordern 100% Lehrerausstattung. Das ist ein Thema im Rahmen des Volksbegehrens, wo ich sage, das Ziel, also sozusagen, dass weniger Unterricht ausfällt, das teilen wir, das ist ganz klar, da arbeiten wir jeden Tag dran. Aber der Weg, den Weg teile ich nicht. Wenn Sie sich die Statistiken anschauen, haben wir Schulen, die jetzt schon 110% Ausstattung haben, einen Ausfall von 4,5%. Wir haben aber auch andere Schulen mit 110%, die einen Ausfall von 1,9% haben, Schulen mit 100% Ausstattung und Unterrichtsausfall von 2%. Aber man kann da keinen Bezug irgendwie herstellen, dass damit dieses Thema gelöst ist. Ich glaube, allen ist auch bekannt, dass es kein Bundesland gibt, was keinen Unterrichtsausfall hat, die alle damit kämpfen und versuchen, ihre Wege zu gehen. Also wie gesagt, das Ziel teile ich, aber das Instrument, dem stehe ich kritisch gegenüber. Vielen Dank. Haben Sie eine Nachfrage, Herr Abgeordneter Delius? Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Senatorin. Ich nehme also mit, dass Sie bei Ihrer Einschätzung bleiben. Das muss dann die SPD unter sich klären. Sie haben die Statistik angesprochen. Es gibt, das wissen wir ja, dass es auch in Berlin nicht bei 2,1% bleibt, wenn man genau hinguckt. Das Volksbegehren rechnet sogar mit 10% realem Unterrichtsausfall. Planen Sie denn, Ihre eigene Statistik im Hinblick auf Transparenz und Ehrlichkeit zu überarbeiten? Vielen Dank, Frau Senatorin. Sehr geehrter Herr Delius, also da wird hier alles zusammengepackt. Und dann sind wir bei den 10%. Ja, es wird aber Unterricht auch qualifiziert vertreten. Und ich finde, das sollte man auch nicht einfach so zur Seite räumen, dass das Schulen sehr gut organisieren, dass Lehrer sozusagen auch Unterricht vorbereiten, falls sie mal krank sind, und das auch adäquat vertreten werden kann. Also so zu tun, als würde überhaupt kein qualifizierter Vertretungsunterricht stattfinden, das finde ich den Lehrkräften gegenüber auch nicht in Ordnung. Das möchte ich mal an der Stelle sagen. Es ist die Frage, wie man das berechnet. Ich habe von 2,1% Unterrichtsausfall gesprochen. Es wird Unterricht vertreten, ja, das ist auch der Fall. Und das ist ja auch richtig so. Also ihn komplett ausfallen zu lassen, fände ich irgendwie noch schwieriger. Und ich möchte noch mal was zu den 110% sagen. Also wenn die Lehrkräfte eingestellt werden, die werden ja auch dann eingesetzt werden. So, ich gehe nicht davon aus, dass die Schulleitung die Lehrkräfte dann im Lehrerzimmer sitzen lässt, diese dort warten, bis irgendwo Unterricht ausfällt. Und wenn man die Realität der Schule sieht, und ich sage mal, es ist eine Lehrkraft,
Im Rahmen der 110% wird jetzt abgefordert, für Vertretungsunterricht wird dann was anderes ausfallen lassen. So, und das wird auch wieder kritisiert werden. Also es ist die Frage, ist das das richtige Instrument? Wie geht man damit um? Das werden sicherlich auch noch Diskussionen dann im Fachausschuss geben und die Initiatoren werden sich da sicherlich auch noch weiter zu äußern zu dieser Thematik. Also ich sehe, das ist ein falsches Instrument. Das Thema, selbstverständlich müssen wir das weiter diskutieren, wie es uns gelingt, dass weniger Unterricht ausfällt. Vielen Dank, Frau Senatorin.